Frage, ob ihn den, ob wir uns den jetzt sofort vorknüpfen oder erstmal noch diese Rennen machen. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, jetzt diese Rennen zu machen. Ich würde sagen, wir haben ja auch noch von Barrel, von dem haben wir noch Rennen. So. Big Lou, haben wir von dem eigentlich noch Rennen? Ja. Haben wir von Izzy noch Rennen? Nee. Von Vic dürfen wir auch keine Rennen mehr haben. Tess haben wir auch keine Rennen mehr. Und Sonny auch keine Rennen. Ich würde sagen, wir machen jetzt die ganzen Rennen. Ich starte mal kurz die Aufnahme neu. So, bin ich wieder? Ich würde sagen, wir machen jetzt die ganzen Rennen. Nein, nicht erstmal von Big Lou. Izzy, von Izzy hatten wir noch, oder? Nee. Big Lou da. Wir fangen mit dem Sprint an. Frage, ob ihn den, ob wir rennen. Ich würde sagen, wir machen jetzt die ganzen Rennen. Ich starte mal kurz die Aufnahme neu. So, die Aufnahme lief und somit können wir jetzt auch weitermachen. Wir haben ordentlichen Vorsprung. So, ich würde sagen, wir nehmen die Abkürzung. Weil hier dürfen wir dann doch einiges einsparen. Vor allem kommen wir dann viel besser in diese Kurve rein. Gut, da kommen die jetzt. Alice Burn und Hunter. Gut, dann wird vielleicht. Naja, wird es schaffen. Naja, gut. Naja. Also ich hatte vor, eigentlich den Wasserturm aus kaputt zu machen. Aber hat sich dann doch nicht ergeben. Und wir haben dieses Rennen ganz locker gewonnen. Können wir sogar noch reinduften. Naja, hat mir jetzt nicht gesehen, aber man sieht unser Reifenprofil schön. Gut, dann machen wir das nächste Rennen, das wir noch bei Earl haben. Und zwar. Nein, das sind jetzt alle bei Earl. Ich will nicht die von Earl machen. Ich will die von Big Lou machen. Dieses Sprint. Deswegen ganz weit hin. Nicht gut. Push uns hart. Können wir vielleicht noch Maske ausbremsen. Maske kann das Rennen eigentlich schon vergessen. Und für uns wird es jetzt doch noch ein bisschen hart. Wenn wir jetzt auch schon wieder fast, also überall.
Also nicht halt 100 Meter, sondern 150 Meter einfach. Rückstand auf Sushi und auf Rainbow Six sind noch 100 Meter und wir fahren hier lang. Gar nicht gut. Da sind sie aber. Da hat er wieder schön gebremst wegen dem. Diese Chance. Oh, nicht gut. Oh nein, unsere Hasskurve. Gut. Aber unser Auto ist dann viel besser als der Golf. Der war echt schön darin. Diese Kurve. Schon wieder 75% rum. Nein, ich fahre da nicht lang. Deswegen. Den hat zum Beispiel riesig ausgebremst. Hat jetzt sogar auch Reaktor, hat jetzt sogar noch überholt. Wir müssen aufpassen, dass der uns nicht noch wiederholt. Und hier sind wir dann auch schon. War das nicht sogar dieses Rennen, das uns immer so aufgeregt hat? Ich glaube, das war das sogar. Achtung, alle Einheiten. Bekommen jede Menge Anrufe von Bürgern, die mehrere Raser melden. Beschreibungen passen auf gesuchte Verdächtige. Kamikaze! Gut, dann machen wir nicht für Earl, sondern für Big Lou das nächste Rennen. Und zwar das Rundkurs. Dann haben wir die nämlich auch schon wieder. Sind nur zwei Runden. Danach habe ich dann auch schon wieder zwei Folgen im Kasten. So. Ah. Wen kämpfen wir denn eigentlich? Also gegen Flick, Molly und Sparkplug. Sparkplug. So. Ganz gut. Müssen wir mal hier Flick ein bisschen abbremsen. Und das haben wir auch geschafft. Da kann ich bestimmt gegenspringen. Da ist die Abkürzung frei, ist die Frage. Nicht gut. Die haben wir wieder ausgelöst. Ja, okay, die Abkürzung sollte man sowieso nicht nehmen. Ich glaube, ich bin gerade etwas ungesprächig, oder? Naja, okay, die erste Runde ist auch wieder frei. Boah, Molly und Superplug sind ja weit hinten. Molly ist schon über einen Kilometer hinter uns. Ja, okay, die sind ja auch gar nicht mal unsere Liga. Das war ja für die Blacklist Nummer 11 und wir sind jetzt in Blacklist Nummer 10. Und gleich Level. Ich sag immer Level. Blacklist Nummer 9. Ich glaube, die werden wir auch in nächster Zeit erstmal nicht bekommen.
aber ich plane ja dann später, mir wahrscheinlich dann Carrera GT zu kaufen hier. Und damit dann den Razer zu plätten, mit dem mal davor, denn die Wagen sind alle nicht so super, die man dann später bekommt. Also wie gesagt, ich hatte das Spiel noch nie ganz durch, ich war glaube ich noch, das höchste was ich war, war Blacklist 3 oder 2. Das Rennen haben wir dann auch schon gleich in der Tasche. Und der hat sich gedreht. Das sieht man immer so schön auf der Karte. Der nächste hat sich auch gedreht. Und da sind wir drin. Gut, dann machen wir... So, dann machen wir hier das nächste Rennen und zwar... Ah, nee, hier haben wir schon alle von Big Earl, Big Lou. Und dann haben wir jetzt Baron. Baron. Haben wir Sprint von 2 K.O.-Rennen. Dann machen wir erstmal das Sprintrennen. Ja, wir haben schon über 135.000 Euro. Also Dollar in diesem Spiel. Sind Dollar, glaube ich. Oder ist die Währung angepasst? Glaubt. Dollar. Sideswipe Hunter und Hunter schon wieder. Was noch ein bisschen, was noch witzig wäre, also eigentlich wäre es an sich ganz cool, wenn man auch herausgefordert werden könnte. Aber das Problem, dass er halt eben seine eigenen Rennen und Vorgaben machen könnte. In Carbon ist es ja so ähnlich, da kann dann die Dings, können die, ja, da muss man ja Bezirke sozusagen erobern, sag ich mal. Oder erfahren.